Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute bearbeiten wir mal die Pflanzen, also bereiten sie vor zum Einsetzen in das 86 Liter Becken. Genau, und dies tun wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt. Erstmal aus dem Beutel befreien. Es gibt hier natürlich einige Sachen zu beachten, die wir jetzt nach und nach mal durchführen. Das erste wäre natürlich das Wichtigste, erstmal das Entfernen der Watte oder in diesem Fall dieser korkartige Boden, so Substrat. Das sollten wir halt doch meistens, also so gut wie möglich entfernen. Später das Ganze nicht mit im Aquarium landet. Manchmal schon ein wenig Pudelarbeit. Einfachsten ist es auch gleich einfach, die verschiedenen Stränge der Pflanze einzeln zu entnehmen. Bekommen wir sie doch besser ab. Wenig Mühe gebe ich, aber das Ergebnis nachher ist natürlich dann doch schon viel besser. Zu sagen gäbe es hier vielleicht noch, dass ich mich grundsätzlich hier für Pflanzen entschieden habe, bei denen keine CO2-Zufuhr im Aquarium notwendig ist. Dieselbe Pflanze besitzt sich ja auch schon in 110 Liter Becken und hatte mit dieser bis jetzt auch eigentlich keine schlechten Erfahrungen gesammelt. Ganz im Gegenteil, ist eigentlich super ausgewogen. Rest ein wenig entfernen. Yeah.
Pflanze natürlich auch noch fähig. Hier habe ich mich für etwas Rotes entschieden, für einen leichten, schönen Kontrast reinzubekommen in das Aquarium. Hier haben wir jetzt eine Art Wolle. Die lässt sich natürlich viel einfacher entfernen als bei der Pflanze eben. Diese ist auch meistens geteilt, sodass man sie auch viel einfacher auseinander bekommt. So, das war's bei dieser schon. Jetzt zum nächsten Schritt. Und zwar wird die Pflanze jetzt die Wurzeln erstmal also gesäubert und da fließendem Wasser, um halt die Reste zu entfernen, auch bei Topfpflanzen vorhandene Schneckeneier zu entfernen. Genau, und das werden wir jetzt auch jeweils bei beiden Pflanzen durchführen. Strang. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Damit wäre die erste Pflanze fertig. Da wir natürlich zwei haben, machen wir das Ganze bei der zweiten natürlich auch nochmal. Weil auch bei der Wolle, Steinwolle, Glaswolle, wie auch immer, ist natürlich dasselbe Prinzip. Und vor allem diese wollen wir natürlich gar nicht im Aquarium haben. So, im letzten Schritt, bevor ich die Pflanzen einsetze, werden wir jetzt noch die Wurzeln ein wenig kürzen, damit die neuen Wurzeln schneller austreiben und die Pflanze schneller Wurzeln bildet und festen Halt bekommt. Mit diesem Sinne, ich halte euch auf dem Laufenden und freue mich, wenn ihr auch demnächst wieder zu weiteren Videos einschaltet. Ich habe die nächste Zeit noch sehr, sehr viel geplant. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder reinschaut.